Hallo, liebe Freunde. Guten Tag. Willkommen zu unserem Bloodborne Together. Oh. Wie man sieht, ja, das haben sich viele von euch gewünscht in der letzten Umfrage. Unser Dark Souls 3 ist vorbei nach gut 2 Jahren. Hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Ein bisschen. Und jetzt gehen wir in die Welt von Bloodborne. Das ist aber gefährlich hier. Auf jeden Fall. Ja, wir hatten uns lange überlegt, wie wir das aufnehmen, weil PlayStation 4 ist nicht immer so gut und da hätten wir auch bei mir aufnehmen müssen. Normalerweise nehmen wir immer bei dir auf und das wäre alles ein bisschen schwierig geworden, weil ich auch das Equipment einfach nicht habe zu Hause. Danke nochmal an unseren Zuschauer und Patron Finn für die Erinnerung an PS Now. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Darüber können wir jetzt Bloodborne spielen. Ganz bequem, so wie gewohnt. Ich bin mal gespannt, weil ist ja ein interessanter Service so, ne? Eigentlich haben wir das Spiel ja nicht hier installiert, sondern wir spielen das jetzt praktisch ferngesteuert. Ja, wir streamen es letztendlich. Ich weiß nicht, wie das genau läuft. Also ist auf jeden Fall interessant. Ich frage mich, ob da jetzt ein Input-Lag ist, ob man da vielleicht ein bisschen langsamer reagieren kann nur. Aber wir werden es ja jetzt sehen. Du hast es ja schon mal original gespielt auf jeden Fall. Dann wirst du ja den Vergleich fühlen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, PS Now hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ja, und gut, ist ein Bezahlservice, ja, und kann man sich mal angucken, ja. Also wenn man selber keine PS4 hat, aber gerne mal ein paar Exklusivtitel spielen möchte, kann man mal reinschauen, ist okay, ne? Auf jeden Fall. Ey, also als ich die Titel jetzt gesehen habe, die da schon drin sind, hatte ich schon Bock drauf. Und so viel Geld musst du ja auch nicht bezahlen. Ne? Ja, du hast ja keine PlayStation. Nee. So, warte mal. Ich will es jetzt auch nicht zu dunkel machen. Mach ganz dunkel. So, Kameraachse lassen wir mal so, Kameraempfindlichkeit können wir reinstellen. Brauchen wir alles nicht, alles aus. Oh ja, Bleichblut. Tja, ihr seid am richtigen Ort. In Yharnam wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst nur ihr Geheimnis enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Dazu sollte etwas Yharnam-Blut in euch fließen. Doch zuerst kommt euer... Ja, so sind die Arbeitgeber, ne? Ich darf mal was einwerfen. Hä? Ich wusste nicht, dass es eine deutsche Sprachausgabe von dem Spiel gibt. Ich habe mich aber auch gewundert, aber gibt's anscheinend. Aber nicht auf der PS4-Version, das wäre mir völlig neu. Hä? Ich habe normalerweise immer die englischen Versionen, aber ist ja jetzt auch mal interessant, das mal auf Deutsch zu sehen. Also ich würde es tatsächlich nachher noch umstellen, weil ich bin eigentlich die englische Sprachausgabe gewohnt. Ja. Ich weiß jetzt, vielleicht kann es einer von euch beantworten, keine Ahnung, ob das jetzt PS Now exklusiv ist, weil ich bin mir ziemlich sicher, auf der PS4-Version ist es, also Disc-Version ist das nicht so. Tja, komisch. Oder es ist einfach zu lange her, kann ja auch sein. Oh, bitte einen Namen eingeben. Ja, dann nehmen wir mal wieder, wir hatten ja schon den Grieselbert. Dann nehmen wir den Heribert. Oder Hartmut. Hartmut tut dem Blut gut. Grieselheini, das ist auch schön. Reif. Ja, wir sind sehr reif. Ja, wir sind reif. Eigentlich sind wir gealtert, wir tun so, als wären wir reif. Wir sind ein reifer Angsthase. Ja. So, normal, glückliche Kindheit, nichts alle Attribute nutz. Durch. Nichts nutz. Einziger Überlebender, schwierige Kindheit. Was nehmen wir denn? Nehmen wir nichts nutz? Ja, klar. Ein Nichts, ohne jedes Talent. Deine Geburt war ein Fehler. Das ist einfach. Okay, nehmen wir nichts nutz. Ja. Ich glaube, nee, das ist so die Bettler-Version. Ja, den nehme ich immer. Aussehen, ich weiß nicht, wollen wir da noch ein bisschen... Machen wir Körperbau ein bisschen... Wir sind ein bisschen, sag ich mal... Sehr dünn. Kräftiger. Wir sind sehr kräftig sind wir. Ich bin Standard. Wir sind nichts nutz, wir haben eine völlig normale Standardfigur. Stimme. Gealtert. Ja, gealtert. Nehmen wir die Erwachsenen. Ja, willst du... Ich will alles gealtert haben. Ah, wurscht. Mach auch so. Weiße Haare, bitte. Ja, wo kommen wir dann hier die... Hautfarbe lila. Gesichtsdetails brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so sehr. So, wo können wir denn hier die Haare mal machen? Das muss ja dringend beim, rein. Gesichtsdetails? Ja. Haar. Gesichtsbau. Ja, das ist er. Das ist er. Auf keinen Fall. Das ist der Grieselheini. Oh, das ist der Grieselheini. Oh, wunderschön sogar. Nee, das ist... Ich glaube, das ist nur eher die Frauenversion hier. Ja, nimm mal eine Frauenversion, ja. Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich...
für einen Jäger, oder? So ein bisschen zurückgekämmte Haare. Nee, so ein Jäger, der hat eher so diese Frisur da. Doch, ja. Wieder? Ja. Nein. Oh. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal den Standard hier, wo ist er? Den. Oh, nee. Auf keinen Fall. Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil wir haben ja sowieso Hüte auf und etc. etc. pp. Aber einen schönen Bart hätten wir uns noch gönnen können. Möchtest du einen Bart? Ein Schnurrbart. Wo ist denn hier der Bart? Ja, aber so sehen wir ihn schlecht. Wieso? Der sieht gut aus, Mach mal hier diesen schönen klassischen Schnurrbart oder hier diese Favoris. Ich nehme ja den 3-Tage-Bart. Nee, lieber die Favoris. Was meinst du das? Nee, das. Ein Hobo. Achso. Hellboy. Geil. Aber wir nehmen mal ein bisschen. Wir sind ein völlig normaler Durchschnittstyp, ja. Ja, guck mal hier, der sieht richtig langweilig aus und richtig nichts nutzt. Ganz genau. So soll er aussehen. So. Wo kann ich denn jetzt hier bestätigen? Da abschließen. Ja, ich muss ein bisschen den Kopf verrenken. Verrenken Sie den Kopf. Jäger-Anführer-Medaillon. Sind wir die Anführer der Jäger? Nicht ganz. Warum haben wir denn das Medaillon? Haben wir nicht, das wird nur eingeblendet. Warum haben wir das Handgelenk des Weisen? Weil wir nicht warum haben wir dem einfach so ein Handgelenk genommen? Mhm. Was soll das? Gut. Gezeichnet und versiegelt. Sehr gut. Beginnen wir nun mit der Transfusion. Oh, nur keine Sorge. Okay, keine Sorgen. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten. Okay. Hätte aber Spaß an seiner Arbeit, das gefällt mir. Ja, mit Leidenschaft dabei. Ja. Auch einen schönen Hut hat er. Ja, definitiv. Können wir den auch nehmen? Leider nicht. Schade. Jetzt hat er einfach Feierabend gemacht, ohne uns Bescheid zu sagen, oder wie? Ein Wolf! Ja, dann mach's gut, Wolf. Ah, ihr habt euch einen Jäger gesucht. Da sind wir. Da ist unser Grieselheini. Da haben wir mal lange Beine, du. So, jetzt will ich erstmal gucken, ob ich die Sprachausgabe irgendwie ändern kann. Das ist jetzt nicht schlecht oder so, aber... Ich glaube, da kannst du nichts ändern. Wahrscheinlich nicht. Stimme? Nee. Gut, dann ist es jetzt auf Deutsch, okay. Ich, wie gesagt, wusste nicht, dass es das gibt. Ist ja auch mal was. Ja, ist auch okay. Also war jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, ich bin es noch nicht gewohnt. Ja, ich finde es immer, es klingt immer komisch, aber gut. Gut, wir sind in Josefkas Klinik und haben einen Bart, wie man sieht. Haben keine Ahnung, was jetzt abgeht. Das ist das Schöne an Bloodborne und an Dark Souls generell, also an Soulsborne. Wir wissen es nicht. Keine Ahnung, was hier gerade los ist. Aber eins weiß ich. Wir haben auf jeden Fall eine Bluttransfusion erhalten. Und diejenigen, die sich ein bisschen auskennen mit der Lore, ich kann ein bisschen erzählen gerade, wissen natürlich, dass die Bluttransfusion in Janum was ganz Besonderes ist, dass... Besondere Blut heilt jede mögliche Krankheit, die es gibt. Und so lässt sich vermuten, dass unser Charakter, der ja von auswärts kommt, also ein Fremder ist in dieser Stadt, irgendeine Krankheit hatte und mit dem Blut geheilt wurde. Der Preis dafür ist die Verpflichtung als Jäger, das war der Vertrag, den wir unterzeichnet haben. Und dieser Aufgabe werden wir nun nachkommen. Beziehungsweise du darfst jetzt erstmal ein bisschen spielen. Oh. Was ganz Neues. Oh oh. Genau. Okay, das geht schon mal. Du jagst keine Gläser. So, aber ich weiß, wie die Türen aufgehen. Ha, X ist nämlich A. So viel weiß ich jetzt. Ja. X ist A. So, pass auf. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich mit meinen schönen Hosenträgern irgendwo hier an so einer Türklinke verfange.
Der gute Xbox-Controller. Oh, du hast noch keine Items. Das ist aber okay, ein Tipp. Das ist auch ein Item. Pam! Geh da weg. Oh, danke. Also die Steuerung ist mehr oder weniger gleich. Ach, das ist ja geil. Guck mal, der kann Karate, der Junge. Ha, ha, Karate. Ziel anvisieren. Ja, danke. Brauche ich doch nicht sowas. Nein. Sag mal, was ist das denn hier für ein Kollege? Ich hab dir gesagt, du sollst mich nicht aufwecken. Ich weiß genau, dass du das Mann warst. Oho, nicht schlecht. Blöder Wolf. Oh, fuck. Sag mal, der ist aber ganz schön stark hier, der Wolf. Das ist der erste Boss hier. Oh Gott. Ja, aber es gibt ja auch die alte Aussage. Oh, scheiße. Also ich darf dich beruhigen, das sollte passieren. Alter, du siehst auch jetzt gleich, wieso. Ich bin nicht so der beste Jäger. Der erste Wolf hat mich direkt erwischt. Jägerabzeichen. So. Oh. Oh, schön. Ist das mein Ferienhaus oder was? Also ich sehe deinem Gesichtsausdruck das nächste WTF ab. Du bist im Traum des Jägers. Das ist das Schöne, du hast es noch nie gespielt und ich bin da ein bisschen erfahrener drin. Deswegen werde ich dich so ein bisschen anleiten. Eine verlassene Puppe? Oh, what the fuck? Und da oben kannst du dir erstmal Waffen holen. Oh, Geschenk vom Boten. Trickwaffe. Wähle eine Waffe aus. Mhm. Also ich empfehle dir die Axt. Nein. Ich hab doch hier einen schönen Stock. Also du bist doch ein Mehr brauche ich nichts. Moment, da kommen noch mehr. Oh. Feuerwaffen. Donnerbüchse. Ah, natürlich ist es die Donnerbüchse. Da ist Donner drin. So, was hast du für mich? An die Tür. Das ist für einen Online-Modus. Ist ja erbärmlich. So, wie kriege ich meine Waffen hier an? Da. Nee. Der hier? Ja. Ja, Donnerwichs. Hassa! Huch. Ne, muss ja nur auswählen. Ups, ich habe das Falsches ausgewählt. So. Oh, geil. So ein alter Gehstock. Drück mal L1. L1. What the fuck? Das ist eine Trickwaffe. Die hat zwei verschiedene Modi. Was ist das? Oh! Ist cool, ne? Oh, eine Peitsche. Ich hab doch immer gesagt, wir müssen mit einer Peitsche mal durchspielen. Ja. Jetzt endlich ist es soweit. Fest verschlossen. Ach, scheiße. Da geht's noch nicht weiter. Ich glaube, mehr hast du hier jetzt gerade noch nicht zu tun. Oh, da haben wir einen schönen Leck. Die Qualität ist gerade mal nach oben gesprungen, wie du gesehen hast. Das werdet ihr wahrscheinlich auch gesehen haben. Oh, rennen kann ich auch. Nee, aber wir haben's ja nicht eilig. Aber ich glaube, es lässt sich jetzt nicht vermeiden. Das kann mal ab und zu vorkommen, dass wir da so einen Frame-Absturz haben. Ist keine halt Ahnung. PS Now. Ist halt PS Now. Waffe transformieren. Eigentlich ist es auch unhöflich, auf dem Friedhof zu rennen. Deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Ja. Aber ich lese mir hier die Quecksilberkugel. GP ist dein Leben. Quecksilberkugel? Waffenwechsel? Quecksilberkugeln brauchst du, um die Feuerwaffe zu einzusetzen. Kann ich meine Feuerwaffe auch ändern? Ja, ne? Nee. Oh. Ups, war das jetzt eine Quecksilberkugel, die ich verschwendet habe? Ja, aber es war ein Bonus, den du eh schon hattest. Du hast eben nämlich nach oben gedrückt, deswegen. Ah. Loot Echos sind sozusagen die Seelen. Das ist aber teuer hier. Ja, das ist die Inflation. Ja, pass ich mal lieber auf mit meinen Quecksilbern hier. Du kannst dich bei der EZB bedanken. Pack ich mal lieber weg. was haben sie zu sagen? Heiliger Kelch. Das kommt später. Uiuiuiui. Wie, fest verschlossen? Mann. Guck mal, da ist jemand. Das ist doch der Rollstuhlmann. Hallo. Aber nicht der aus der Klinik. Hallo. Ein andermal. Ist schlimm, wenn ich den haue?
Nee, ich habe Angst. Ich habe in Dark Souls gelernt, dass es sehr schnell zu meinem Tod führen kann. Stumpfboote. Vor allem versaust du dir die NPCs. Ja. Na komm, dann gehen wir zurück. Boah. Qualität ist aber auch noch nicht wieder zurückgekommen hier. Sieht immer noch ein bisschen komisch aus. Ein bisschen, ne? So, wo kann ich lang? Gehen wir zurück. Weiter, weiter, weiter. Und jetzt mal links. Da siehst du. Stopp! Rechts, rechts. Wie rechts, 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 rechts. Da, rechts. Guck mal. Ah, guck mal. Das ist ein Grabstein, da kannst du dich zurück teleportieren. Ah. Ach, die Grabsteine sind meine Teleportierungs. So ungefähr, genau. Ah. Später auch Laternen. Und jetzt hast du ja eine Waffe, jetzt kannst du dich wehren. Ja, jetzt ist. Guck mal, ja, der Wolf, der weiß gar nicht, was dem passiert jetzt. Jetzt sieht er mal, was eine Hake ist hier. Genau. Also ich würde das Gamepad vielleicht später auch mal ein bisschen übernehmen, aber vor allem würde ich dich jetzt erstmal gerne spielen lassen, weil wie gesagt, du kennst es noch nicht. So, Wolfi. Nochmal das Schöne dabei. Wo ist der Wolfi? Der frisst. Immer noch. So, hallo. Guck mal, ich hab was Feines für dich. Ah, fuck. Ah. Hast du gut gemacht. Okay, es läuft schlechter als beim ersten Mal. Ah. Anvisieren und schlagen, das reicht aus. Ich hab daneben geschossen. Kann man irgendwie zielen oder was? Ja, du musst ihn anvisieren. Ach, du musst ihn anvisieren. Ich dachte, ich schieße in die Richtung, die ich gucke. Ja, hast du auch. Hast du auf den Boden geschossen. Ich bin halt schüchtern. Ich gucke halt immer auf den Boden. Intro. So, okay, pass auf. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt hole ich mein Giftmesser raus. So, komm her. Und er hat sogar weniger als die Hälfte Leben. Pam! Guck mal, ich verstecke mich hier hinter. Super. Und meine Peitsche reicht trotzdem bis da oben hin. Super, dein erster besiegter Gegner. So. Blutfiolen, die sind zum Heilen da. Mit Dreieck, glaube ich. Also mit Y. Mit Y? Heilen? Ja, du hast ja nur begrenzt, ne? Ah. Das ist nicht wie Estus, die musst du sammeln. Die laden sich. Das ist schade. Die laden sich nicht automatisch auf. Ja, aber die brauchen wir ja nicht. No. Die brauchen wir ja nicht. Ja, so, gehört. Her. Ab jetzt gibt's keine Blutechos mehr. Blutfiolen. Hallo. Willkommen in Jana. Hallo. Das ist schön, ne? Schön hier, ja. Auch ein bisschen ruhig, aber ich höre noch irgendwo was. Das ist bestimmt wieder so ein Wolf. Hier ist überall was. Wolf. Ah, Quecksilberkugeln. Du bist ja reich. Guck mal, jedes 160. Hier ist was drin. Hier ist Arsch. Weiß, jedes 160 Blutechos wert. Stimmt. Von einem Gerät verschlossen? Ja, das ist so ein Hebel. Da so eine Lüge. Da ist doch kein Gerät. Kann ich da lang? Ja. Ah. So. Die wissen gar nicht, was mit denen passiert jetzt. Wo ist der nächste Wolf? Das ist aber eine fette Kutsche. Das nur ist, das Beste. Das ist ein Haus auf Rädern. Oh, warte mal, hier unten ist noch was. Guck mal, ja. Siehst du mal, brauchen wir jetzt noch nicht, aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Mhm. So. Sag mal. Ach, das ist auch ein Jäger? Nein, ein Einwohner. Hussa! Uiuiui. Oh. Ach, elende Bestie, was soll das? Das ist völlig. Wenn er so unfreundlich ist. Das ist immer noch so ungewohnt, dass alles auf Deutsch jetzt ist. So. Guck mal hier, wir brauchen das gar nicht mehr, die Peitsche. Wie man das so. Zack, zack, zack. Und zapp, zapp. Weg ist er. Guck mal. Diese Einwohner sind nix. Ha! Zack! Zapp, zapp. Siehst du, mit der Axt hättest du da jetzt 10-mal draufgeschlagen. Ja, hast du einmal so einen vernünftig guten Stock, der auch eine Peitsche gleichzeitig ist. Guck mal, da ist ein Hebel, den betätigst du mal. Das ist ein Gerät. Das ist ein Gerät. Ein Hebel ist ein Gerät. Oh. Genau. Was soll das? Kletterst du mal ein bisschen. Ach, die Leitern. Guten alten Leiter. Das ist aber eine professionell aussehende Leiter hier. Nicht so ein Holzkack. Sag mal, ich höre doch was. Ist das wieder so ein Wolf? Nein, nicht ganz. Laterne, Laterne, Laterne. Das sind deine Leuchtfeuer.
Ich wollte es zerstören. Ich will aber nicht im Traum des Jägers sein. Du kannst auch rechts mit einem sprechen. An der Laterne. Stopp, stopp, zurück. Wie, die Laterne kann nicht sprechen? Ja, rechts. Die andere Laterne, die rote. Ach, die. Genau. Hä? Hinterm Fenster. Und ihr seid nicht von hier. Ich bin Gilbert. Ich bin auch. Wenn du fremd bist, warum bist du in dem Haus drin? Janam hat eine besondere Art, mit Gästen umzugehen. Ich glaube nicht, dass ich aufstehen könnte, wenn ich wollte. Aber ich möchte gern helfen, wenn es irgendetwas gibt, was ich tun kann. Diese Stadt ist verflucht. Was auch immer ihr vorhattet, ihr solltet schnell von hier verschwinden. Immer man hier finden kann. Es bringt mehr Schaden als Nutzen. Okay, danke für die Hilfe. Der gibt dir noch einen Tipp, wo du lang musst. Bleichblut, sagt ihr. Ich schau nicht. Aber wenn ihr am Blut interessiert seid, solltet ihr es bei der heilenden Kirche versuchen. Das tun wir. Die Kirche kontrolliert das gesamte Wissen über die Blutbehandlung und alle Arten von Blut. Hinter dem Tal, im Osten Janams, liegt die Stadt der heilenden Kirche. Der Kathedralenbezirk. Und tief im Kathedralenbezirk steht die alte große Kathedrale. Der Geburtsort des besonderen Blutes der heilenden Kirche. Wie es heißt. Kirche? Ja. Wo ist die Kirche? Bestimmt hier. Bestimmt hier hinter dem Tal. Guck mal, da ist ein Vampir drin, das weiß ich doch. Papp! No. Na gut, der bleibt ja jetzt erstmal drin. Kiesel, uiuiui, endlich mal die Juten-Sachen hier. Jo. Summer. Rita. Oh, alter Hase. Bom! Oh, schade. Oh. So eine Unverschämtheit. Ja. Habe ich mich gerade ein bisschen geheilt, als ich ihn getötet habe? Ja, so ein bisschen. Du hast immer so ein. Musst du mal oben links auf die Anzeige gucken. Ja. Manchmal hast du noch so einen orangen Balken, den kannst du wieder voll heilen mit Schlägen. Ah. Das ist cool. Ups, was hab ich getan? Jetzt hast du dein Leben geopfert für 5 Quecksilberkugeln. Ach. Temporäre. Ich kann aus meinem eigenen Blut Quecksilber herstellen. Ja. Ich habe Angst, da runterzufallen. Ja, dann geht aber woanders lang. Ich würde mich mal heilen. Ich heile mich, weil ja. Dann kann ich wieder mehr Quecksilberkugeln holen. Genau. Hallo. Oh, ui, ui, ui. Boah. Sag mal. Der hat dich Ratte genannt. Ich bin keine Ratte. Mindestens mal eine Maus. So. Aber eine Ratte. Pff. Ich hab was für dich. Hier, guck mal. Das ist schon cool mit so einer Waffe noch auf der linken Hand. Ja. Mal gucken, wie lange du brauchst, bis du das nächste Mal stirbst. Ich sage jetzt gleich. Was? Gegen diese Loser hier? Gegen diese paar Kleinen. Ja, dann auf geht's, auf geht's. Gegen diese paar Kleinen. Gurkenverkäufer. Gurkenverkäufer. Wasser! Ups, das ging schon wieder auf den Boden. Das finde ich nicht so schön. Ui, ui, ui. Oh nee, nicht Quicksilver. Uiuiui, ui, ich hab Angst. Komm, das schaffst du. Nur noch ein paar. Sag mal. Nee, Schluss damit. Deine Axt kannst du stecken lassen, du alter Hase. Sehr gut. Das läuft doch super. Wie am Schnürchen hier. Oh, da ist ja noch einer. Du kannst einfach draufhauen. Ach, guck mal, der ist doch. Der ist doch nix hier. Popliger Holzschild ist das nur. Der ist doch nix hier. Ja. Guck mal, 20 Kugeln habe ich. Genau. Der nächste kriegt davon mindestens 4. Ein bisschen Ausschau halten. Du siehst diese orangen Laternen. Das bedeutet, dass da ein NPC hinter der Tür ist, mit dem du reden kannst. Ah. Okay, also Laterne bedeutet, da ist jemand zu Hause, über Halloween oder sowas. Niemand öffnet in einer Nacht der Jagd seine Tür. Verschwindet. Sofort. Na gut, da bin ich ja froh, dass ich mit dir geredet habe. Also unsere Reputation als Jäger, die ist nicht so toll in Janam, ja? Vor allen Dingen nicht als Fremder. Vielleicht sollten wir mal ein paar Balladen schreiben und über unsere Geschichten singen, ja? So, reichet Gold eurem Jäger. Hassa! Guck mal, der hat die richtige Waffe hier gehabt. Sag mal.
Hat der gerade auf mich geschossen? Sag mal. Das ist richtig. Der hat aber einen schönen Hut an. Guck mal, der macht den gleichen Fehler wie ich. Der schießt auch irgendwo. Ja, aber der schießt wenigstens nicht auf den Boden, sondern gegen die Wand. Ja, aber guck mal, wenn ich mit nach oben ziele, dann geht das auch. Ich hab's ja jetzt gelernt. Oh. Ja. Ich würde woanders. Aber machen. Als Jäger kennt man ja. Du bist ja noch nur Vize. Der Jäger muss ja zuerst immer einen anderen Weg gehen. Oh, ich wusste, da kommt einer. Ich hab's gewusst, als ich das Item aufgehoben habe. Dass da jetzt einer rankommt. Ja, ja, du bist auch am Ende. So. Ich würde sagen, hier können wir ein. Ich würde auch sagen, wir machen einen kleinen Cut. Und das war doch eine sehr erfolgreiche erste Folge. Ich muss sagen, du schlägst dich gut. Also besser als ich damals. Mal, ich bin doch super hier. Und ich habe auch die Peitsche genommen. Das ist eben das Ding. Du musst die Peitsche nehmen. Das ist auf jeden Fall die beste Waffe, die du nehmen kannst. Na, ich nehme immer die Axt, Gewohnheitstier. Genau. Ich mag es brutaler. Ja, du bist halt so ein brutaler Mensch. Genau. Okay, dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass wir euch bei der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut. Bis dann.